Hallo, willkommen zu einem Let's Play von Crazy LP und heute zeige ich euch mal das Spiel von, also das Spiel Brick Force. Hab einen Charakter mit schon angefangen und ich werde jetzt erstmal ein bisschen spielen. Brick Force ist ein Spiel, wo ich bauen kann, so ähnlich wie Minecraft, und wo ich spielen kann mit richtigen Waffen auf aufgebauten, selbstgebauten Maps oder vorgegebenen. Ja, erstmal Quick Join. Okay, das ist ein bisschen scheiße, einer gegen alle. P-Lager mache jetzt das mal. Und Start. Dann sehen wir das jetzt. Das ist meine Waffe. Okay, das ist eine ziemlich kleine Map. Was ist denn das? Ach, das ist. Ja. So. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Einfach mal so reinstürmen. Schön alle abknallen. Ach. Ja, wie ihr schon seht, ist nicht so das einfachste Spiel. Man hat diese Waffe, also die habe ich jetzt mir gekauft für permanent. Dann hat man noch eine Handwaffe, ein Schraubenschlitz zum Hauen. Ja, die Handwaffe zum Schießen halt normal. Und genau hier eine Granate. Die werfe ich mal da oben rüber. Oh, da kam eine zurück. Könnt ihr mal bitte gehen hier? Hallo? Ziemliches Durcheinander. Ich lasse ihn jetzt erstmal abmurksen und geht dann selber in den Tod. Ziemlich cool das Spiel. Bringt auch Spaß. Wie gesagt, man kann hier auch selber was bauen. Das zeige ich wahrscheinlich im nächsten Let's Play. Vielleicht auch in dem schon. Mal sehen. Je nachdem, wie schnell das Match, okay, zu Ende geht. Ja, wie man vielleicht hört, ich bin krank. War nicht in der Schule. Deswegen hört sich meine Stimme ein bisschen doof an. Ja. Oh, ich habe sogar noch. Ja. Der Link von diesem Spiel wird auch noch in der Beschreibung, ja, ne, genau, in der Beschreibung drin stehen. Ja, Videobeschreibung, wo ihr das halt downloaden, wo ihr es downloaden könnt und spielen könnt. Also, anmelden meine ich. Und dass es mir hier zu doof wird, gehe ich jetzt mal auf Spielen. Nein, was laber ich da? Bauen. Boot 1. Karte erstellen, habe ich schon ein paar, ja, habe ich kurz genannt, ganz toll. Krieg, nicht sehr kreativ, aber ist eigentlich ganz witzig, das ganze Spiel halt. Ach, jetzt habe ich nur diese. Ja, das ist halt das Anfangen hier, also die Anfangswaffe oder so, die man, naja, Bauteil, das man hat. Ja, das ist eine, ich sag mal, ein bisschen gehackt oder so, habe ich das gemacht. Extra für das blaue Team, das ich immer wählen werde. Da kann man auch alleine gewinnen, also das ist jetzt für das blaue Team ziemlich gut. Weil in diesem Turm zum Beispiel, da sind zwei Geschütze drin und da kommt man nicht rein, weil wenn man, also rüberspringen kann man da sowieso nicht. Entweder fällt man da rein und dadurch kommt man ja eh nicht. Oder aber man wird schon von dem Geschütz abgeschossen. Man habe ich nämlich oben zwei oder drei Spawnpunkte drinne. Ja, Also hier eine ziemlich ist. asoziale Map. Ja, kann man so sagen. Genau, hier ist nochmal ein normaler Bunker, den hat ein Freund von mir erstellt. Da kann man nicht durchschießen, einfach mal so ein bisschen gucken, falls sie da sind, hier und da, ja. Ja, was wollte ich noch sagen? Baue mal die Maps mit Stein nochmal, sodass man den Seiten nicht runterfallen kann. Mein noch. Sag das Hilfe. Wasser Ja. stellen bitte. Was ist denn? Und ja, ich baue jetzt einen Rand. Also, naja, dass man da oben nicht runterfällt. Aber erstmal. Erstmal. Ach nee, das habe ich ja schon. Ach, Hilfe. Nein, halt. Wo habe ich das gebaut? Ich habe das. Ach, ich habe das auch ein bisschen verkehrt gemacht, ne? Ja. So. Unten rechts auf dem interessanten Bildschirm kann man auch einiges sehen.
Ach so, ja, der Mini-Format da. Man kann auch fliegen und sich schnelleres Werkzeug kaufen. Dazu braucht man aber ein paar Breakpunkte oder Punkte für das Spiel so insgesamt. Ich weiß nicht, wie man ihn gerade nennt. Aber es ist unnötig dazu, irgendwie was auszugeben. Naja, mache ich manchmal, aber Echtes? nein, kein echtes Geld. Aber nur Breakpunkte, die man im Spiel verdienen kann halt. Also, bei mir muss halt auch alles identisch sein, wie bei Gronkh. Vielleicht kennen viel, also einige von euch den. Der ist ja auch berühmt im Internet. Macht ja auch coole Let's Plays. Ich, ja, ein Vorbild. Ne? Ja. Und ja, habe jetzt 6 Minuten das Spiel gezeigt. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonnieren und was in die Kommentare schreiben. Ja, Daumen hoch. Und es wird, also werden wahrscheinlich, wenn es euch sehr gut gefallen hat, noch mehr Let's Plays davon kommen, von diesem Spiel. Oder sonst auch noch in die Kommentare. Ja, genau, in die Kommentare schreiben, was wir noch zocken sollen. Das stellen wir dann halt alles vor. Stellen auch eigentlich immer den Link jetzt rein. Zum Download haben wir schon tausendmal gesagt, aber machen wir nochmal zur Erinnerung. Und ja, dann sage ich mal. Na? Tschüss.